If money talks, bullshit walks. Das könnte auch eine Catchphrase gewesen sein vom guten Million-Dollar-Man Ted DiBiase, den wir hier sehen. Dieser Typ war einfach geil in jeder Hinsicht. Solider, grundsolider Techniker im Ring, toller Wrestler, am Mic einfach nur begabt, rhetorisch, eloquent, alles was man sich denken kann und charismatisch ohne Ende. Und dazu noch ein richtig geiles Gimmick. Und hier ist er nun, endlich kann ich ihn unboxen mit euch, der gute Ted DiBiase. Kommen wir mal zur Figur und dann werden wir nochmal den Wrestler, den Menschen ein bisschen beleuchten. Diese Figur ist auf lila Karte erschienen und die lila Karten gehören für mich zu den besten und schönsten Karten. Und natürlich hat er hier noch ein sehr, sehr geiles Bild mit diesem weiß-goldenen Anzug. Besser geht's nicht. Deswegen werde ich versuchen, die Karte so gut wie möglich intakt zu lassen. Also muss ich hier Vorsicht walten lassen. Und das war die Welle 9, also Wave 9 der Serie und eine der stärkeren. Wir sehen hier den Million Dollar Smash. Das wird dann dieser eine Punch sein, den wir von vielen Figuren kennen, wie Jake the Snake, Virgil und so weiter. Sein echter Finisher war ja ein modifizierter Sleeper Hold, der Million Dollar Dream, also ein Submission Hold. Und hier sehen wir nochmal die Checkliste, wer auch noch erschienen ist. Der gute Hacksaw Jim Duggan, Doink, die Steiner Brothers und Tatanka. Und hier nochmal der Move. Ein Punch ins Gesicht, mehr ist es nicht. Kommen wir zum Steckbrief. Der Million Dollar Man Ted DiBiase, seine Größe, sein Gewicht, Origin, das ist sehr kurios, Seasonal Residences, also verschiedene Residenzen, saisonbedingt, known for being filthy rich, also unverschämt reich, und sein Lieblingszitat, Everybody has a price for the Million Dollar Man, und dazu die diabolische, kranke Lache von ihm, die einfach unvergleichlich war. His future ambition is to buy Hasbro and all its employees, also kleiner Gag am Rande, er will die Firma Hasbro und alle Mitarbeiter aufkaufen. Und genau das war sein Gimmick. Er hat den reichen, weißen, ich weiß nicht, Rassisten verkörpert. Zumindest haben viele geglaubt, er soll das verkörpern. Denn er hat viele Morddrohungen bekommen damals. Die Figur ist aus dem Jahr 93. Er selber war aktiv von 87 bis 93. Und diese Figur ist sensationell. Was ich aber hier zu bemängeln habe, ist, Hasbro hat damals versäumt, viele Gürtel zu produzieren und der Million Dollar Belt, der hier dabei ist, normalerweise fehlt. Denn wir hatten zuvor schon zwei Auflagen von ihm, einmal im grünen und schwarzen Anzug, da war immer ein Gürtel beigelegt und hier haben sie ihn einfach eingespart und das ist einfach nur beschämend. Das ist einfach schwach. So viel zur Figur, die ansonsten sehr, sehr geil ist, weil er hat jetzt endlich mal sein Ringoutfit an und nicht den Anzug, den er trägt. Mit etwas Glück richte ich hier nur minimalen Schaden an. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Die Karte sieht ganz gut aus. Und hier ist er nun mit blonden Haaren. Hier zum Vergleich. Eine andere Figur mit etwas dunklerem Haar und ein anderer Gesichtsausdruck. Zumindest die Augen sehen anders aus. Ihr seht hier das Weiß. Und so gefällt er mir richtig gut. Hier sehen wir auch nochmal das Dollarzeichen auf der Hose. An beiden Seiten und auch an den Stiefeln, an den Boots. Richtig nice. Aber schauen wir uns nochmal das Gesicht an aus der Nähe. Der Paintjob ist auf dieser Seite sehr schön. Der Bart sieht akkurat aus, aber hier haben sie ein bisschen geschludert. Ja, schade, dass es diese Qualitätsunterschiede gab. Und nun nehmen wir mal einen Wrestler hier und versuchen seinen Punch. Und gucken, ob das funktioniert. Ja, das funktioniert wunderbar. Da wackelt die Kamera. Und ich finde diese Figur sensationell. Endlich kann man mit ihm auch mal wresteln im Ring und das nachspielen. Aber mir fehlt der Gürtel und den werden wir jetzt mal umschnallen, um zu schauen, wie das dann auch aussieht. Ich sehe am Rücken, das müssen wir uns gleich mal anschauen, einen Fleck. Es scheint ein Fleck zu sein oder es kommt von der Matte eben. Muss ich später nochmal versuchen zu reinigen. Aber ihr seht hier, die Verarbeitung ist nicht so ganz hundertprozentig. Das hat man eben schon gesehen. Ja, und hier steht er nur mit Gürtel. Klar, passt jetzt nicht so ganz, aber ich finde ihn cool. Und nochmal zum Wrestler oder zum Menschen Ted DiBiase. 87 zur WWF gekommen. Leider hat es nie gereicht, obwohl er diese ganzen Fähigkeiten hatte, um World Champion zu werden. Er war auch immer nur in der Rolle des Heels, das hat auch besser zu ihm gepasst, das hat er einfach perfekt gespielt.
Dafür hat er aber dreimal den Tag Team Title gewinnen können. Und er war auch mal ganz nah dran bei WrestleMania 4, wo der Titel vakantiert wurde, nachdem er versucht hat, diesen abzukaufen von Andre the Giant. Hatte im Finale gegen Macho Man Randy Savage verloren. Ansonsten kein IC-Title-Run für ihn, leider. Sein Sohn war ja auch aktiv in der WWE ein paar Jahre, hat sich aber nicht so ganz durchsetzen können und hat dann den Wrestling-Stiefel an den Nagel gehängt, um dann Lehrer zu werden. Und er hat 93 sein letztes Match bestritten gegen Razor Ramon beim SummerSlam und musste wegen einer Nackenverletzung dann aufhören. Mit dem Wrestling war noch kurze Zeit im Ausland, aber dann ist er die Managerrolle gewechselt. Das wissen wir alle noch, Million Dollar Corporation. Da hat er so ein Stable gehabt und er war der Manager. Ja, und von daher eine durchaus gelungene Karriere, wie ich finde. Und mit seinem eigenen Belt, den er gemacht hat, hat er auch ein Vermächtnis hinterlassen. Toller Wrestler, toller Mensch. Er hatte eine Sinnkrise, Lebenskrise, das hat ihn dann zum Glauben, zum Christentum geführt. Ich habe mir gestern nochmal ein Video angeschaut auf YouTube, wo er jetzt als Pastor agiert. Und der Typ ist einfach stark am Mic. Der kann immer noch Menschen fesseln, die hören ihm zu. Er hat es einfach voll drauf. Ja, toll, dass er auch noch lebt, im Gegensatz zu vielen anderen aus dieser Zeit. Ich gönne es ihm vom Herzen, denn er ist einer meiner absoluten Lieblingsschurken ever in der WWF. Schön. Schön, dass ich ihn habe. Dann habe ich mir noch ein paar lose Figuren gekauft, denn ich bin ja nicht Rockefeller. Ich kann mir nicht alle hier Mock besorgen und auspacken. Und zwar den guten Big Boss Man habe ich hier mit Schlagstock und auch super Zustand. Nur die Brille seht ihr hier an der Stelle. Die ist immer sehr anfällig für Farbabrieb. Da fehlt ein bisschen was. Und was ich so schön finde bei diesem Bossman, nicht, dass er hier die Brille trägt, die hätte ich nicht gebraucht, sondern dieser Bauchumfang, der kommt jetzt dem echten Bossman um einiges näher. Wenn wir hier zum Vergleich haben, diesen schlanken, dieses halbe Hemd. Ich muss mal hier die Arme anheben, dann sieht man den Bauch. Und da seht ihr schon, was für ein Bauchumfang, ja, was für eine Plauze der mit sich schleppt. Und so wollen wir den Bossman sehen, ja. Sehr geil. Und ein Tag Team, das ich auch schon immer ins Herz geschlossen hatte, waren die Nasty Boys. Die hatte ich schon, allerdings mit starkem Farbabrieb. Und die hier sehen richtig gut aus. Ich glaube, ich habe nur 35 Euro bezahlt für beide. Die Haare sind top. Und die Brille, das ist sehr wichtig. Die seht ihr hier, kein Farbabrieb im Gegensatz zum Bossman. Und wenn, dann nur minimal. Sehr schöne Figuren. Moves funktionieren. Hier ist der gute Jerry Sags. Das hier ist der Brian Knobs, wie ihr wisst. Und der sieht auch gut aus. Ja. Wenn ich die mal günstig als Mock bekomme, werde ich mir auch noch zulegen. Bis dahin bleiben sie so in meiner Sammlung, weil ich fand die sensationell. Und die haben funktioniert für mich. Der Entrance-Song war geil, der Look war cool, vor allem mit ihrem schwarzen Ledermantel. Dazu der Manager, Jimmy Mouse of the South. Ja, und der Pitstop, wo ihr hier den Gegner das Gesicht in die Achselhöhle drückt, das ist für mich einfach einer der besten Wrestling-Moves ever. So viel zu den Wrestling-Figuren. Und jetzt haben wir einen fließenden Übergang von WWF zu Motu. Und dann kommt natürlich die Masters of the WWE Universe ins Spiel. Ich habe mir den guten Braun Strowman besorgt. Nicht, weil ich der größte Fan von ihm bin. Das könnte ich sein, wenn die WWE ihn richtig vernünftig einsetzen würde. Aber sie kriegen es ja nicht gebacken. Und sein letzter Titelgewinn vor einem Jahr gegen Goldberg und seine Regentschaft, die waren ja wirklich mies. Einfach nur schwach. Nun seht ihr hier den guten Braun Strowman, der mit Accessoires kommt. Und deswegen habe ich mir auch gekauft. Hier einmal von Skeletor, die Terror Claws. Die dürften wir alle noch kennen. Und sein Brustharnisch, der ist von Beastman. Den habe ich schon abgenommen, um ihn gleich Beastman umzulegen. Das seht ihr gleich. Hier nochmal von hinten mit einem schönen Pferdeschwanz. Und wenn der Lockdown so weitergeht und das mit den Friseuren, dann habe ich bald die gleiche Frisur wie der gute Braun Strowman. Etwas unfreiwillig, aber mein Gott. Ja, und ich habe hier einen Kritikpunkt. Ich hatte mir diese Figur geholt in der Hoffnung, dass diese Terror Claws, die sind ja abnehmbar, die sind ja nicht fest, dass man diese für ein Mashup nutzen kann, um sie dann Skeletor von den Origins anzubringen, dran zu heften. Und es geht leider nicht. Ihr seht hier, der gute Skeletor und viele andere Figuren haben, ich nenne es mal Schwimmhäute. Und diese Schwimmhäute verhindern, dass man hier diese Terror Claws anbringen kann. Also ihr könnt es versuchen, aber dann bricht was oder ihr quetscht die Hand. Ich würde es lassen. Ich habe es versucht mit sanftem Druck. Es ging einfach nicht. Und noch bei keinen anderen Figuren. Es geht also nur bei Braun Strowman. Und das finde ich ein ziemlicher Letdown. Das haben sie einfach schlecht gelöst. Also von daher kann ich jetzt die Terror Claws nur beim guten Brownie anbringen. Und muss die jetzt hier so dran lassen. Was schade ist, wie ich finde, das ist eine verpasste Gelegenheit. Kommen wir nun zum Beastman.
Und der hat jetzt durch die Accessoires von Braun Strowman ein Update bekommen. Die Schlange ist ja von Jake the Snake, aber hier diese, ich nenne es mal Schulterpolster und dieser Harnisch. Ihr seht ja auch, hier ist Braun Strowman drauf. Ja, in diesem schwarzen, gemeinsam mit diesen bunten Farben. So finde ich den Beastman um einiges geiler und so stelle ich mir auch ein Mashup vor. Richtig schön. Richtig nice. Leider passt jetzt wiederum der kleinere Harnisch von Beastman nicht auf die Figur von Braun Strowman. Dafür ist er zu bullig. Aber das hier hat sich auf alle Fälle gelohnt, auch wenn das mit den Terror Claws leider nicht geklappt hat. Wir können uns kurz nochmal die Karte anschauen von Braun Strowman. Die ist jetzt nicht sonderlich spektakulär. Da sehen wir die anderen Figuren, die es gab. Und ihr seht hier nochmal eine kurze Zeichnung. Hier das Artwork. Auch nicht wirklich gelungen, wie ich finde. Das Gesicht sieht ein bisschen dämlich aus. Aber gut, dafür machen sie es ja bei den Origins umso besser. Und hier das Mini-Comic in Gänsefüßchen. Es sind hier nur zwei Seiten. Braun Strowman gegen The Rock. Ja, sieht gut aus, die Zeichnung. Da will ich jetzt gar nicht meckern. Besser als das, was wir eben gesehen haben. Und wir sehen Man E-Faces, aka New Day. Und er nimmt sie alle auseinander. Wie er es auch in der WWE könnte. Tut er aktuell nicht. Er fädelt gegen Shane McMahon. Das sagt ja wohl schon alles zu seinem Status. Dann kommen wir zum Highlight. Wir hatten WWF, jetzt hatten wir den fließenden Übergang, Brownie als Bindeglied und nun kommen wir wieder zu Motu. Und zwar ist dann heute endlich auch Landshark erschienen und ich glaube, man kann ihn aktuell immer noch bei Smith Toys bestellen. Zumindest habe ich vorhin nachgeschaut. Er ist noch verfügbar im Gegensatz zu Castle Grayskull. Bei Castle Grayskull zögere ich noch, weil ich habe aktuell nicht den Platz. Ich will ihn nicht auf den Boden stellen, da bräuchte ich vorher halt entsprechend ein Regal oder eine adäquate Vitrine. Und später kommen ja sicherlich auch noch mehr, wie Snake Mountain. Und das führt mich hier zum Cover oder zu der Verpackung. Ihr seht hier Trapjaw und Clawful. Und bislang war es ja immer so, dass dann auch diese Figuren noch produziert wurden. Also Clawful wurde zwar noch nicht bestätigt, meine ich, aber der wird kommen früher oder später. Genauso wie Snake Mountain dürfte dann auch nur noch eine Frage der Zeit sein. Ja, das ist natürlich sensationell. Hier der gute Skeletor in seinem normalen Outfit, wie er seinen Landshark reitet oder fährt. Das könnt ihr sehen, wie ihr wollt. Dann schauen wir uns nochmal die Rückseite an. Ihr seht ja schon, ich habe es unboxed, weil dieses Unboxing der Origins ist wirklich ätzend. Und hier nochmal Werbung und das ist halt echt schön. Ne? Das lässt das Herz schneller und höher schlagen. Castle Grayskull und hier nochmal der Landshark. Und ein paar Figuren, Ramman müsste auch bald kommen und Clam Champ. Und hier nochmal das Artwork Fisto, somit quasi, bestätigt, wenn ihr mich fragt. Man at Arms schon erschienen längst und da ist jetzt der gute Landshark in Aktion. Allerdings hier auf dem Foto mit dem Battle Armor Skeletor und hier die anderen beiden an seiner Seite. Triklops bereits draußen und Stinkor, der hier aussieht wie so ein dampfender Kackhaufen. Auf den freue ich mich besonders. Stinkor ist einfach nur Pflicht. Der wird gekauft, auch wenn er nicht stinken sollte. Der sieht einfach genial aus. Und das war's zur OVP. Ich fand ja die Fahrzeuge und Reittiere der bösen Jungs eh viel cooler, ob das jetzt hier Landshark ist oder Mantisaur oder jetzt ja noch Monstroid, Spidor. Die Liste ist lang der coolen Fahrzeuge. Und nun kommen wir auch mal zu dem guten Landshark und gleich wackelt hier der Tisch und somit die Kamera. Und da ist er auch schon. Ich habe jetzt hier den guten Skeletor mal platziert. Und bevor wir zu den schönen Sachen kommen, erstmal ein Kritikpunkt. Ich kann hier die Figur nicht dran festmachen. Es reicht nicht. Also man hätte hier diese Griffe einfach verlängern müssen. Wenn ich es versuche, dann sitzt er halt aber quer oder schepp drinne. Und das ist auch nicht das Wahre, ne? Oder das Gelbe vom Ei. So, jetzt sitzt er irgendwie so schepp drinne. Und das ist nicht wirklich gut gelöst, weil jetzt kann ich auch mit der anderen Hand hier nicht mehr dran greifen, weil dann steht er quasi. Dann sitzt er nicht mehr, dann steht er. Und das Blöde ist dann halt, ihr könnt halt diesen Landshark nicht auf den Kopf stellen, weil die Figur fällt raus. Ich habe jetzt mal ein paar andere Figuren versucht, auch Vintage-Figuren, die können auch drin Platz nehmen, aber es ist wirklich nicht passgenau. Und das ist mein zweiter Kritikpunkt, dass die Figuren nicht wirklich fest drin sitzen und ja zu beweglich sind. Hier mal ins Maul geschaut, in den Rachen, man kann es schlecht sehen. Ich sehe es aber eh vielleicht nicht. Hier sieht man noch die Füße von Skeletor. Ja. Der Rachen ist schön gestaltet, modelliert und die Zunge ebenso.
Ihr wisst ja, wie früher auch, das hier ist kein hartes Gummi, man könnte sich ja sonst verletzen, sondern weich. Und was ich noch kritisieren möchte, dann bin ich aber auch durch mit den Kritikpunkten. Ihr seht hier die Kanonen, die sind hier von der Seite hohl. Das sieht dann nicht so schön aus wie von dieser Seite. Ja? Das ist quasi die Schokoladenseite und da gucken wir besser nicht drauf. Die kann man natürlich auch abnehmen. Das tun wir jetzt auch und versuchen mal eine dieser Kanonen in die Hand zu drücken. Zur Seite mit dir, Lane Shark. Ja, das ist natürlich eine krasse Wumme, ein bisschen übertrieben für den alltäglichen Gebrauch. Ja, ich weiß nicht, warum sie diese Griffe dran gemacht haben, damit man nochmal diesen zusätzlichen Spielwert hat, aber ihr seht ja schon, das Größenverhältnis ist halt etwas extrem an der Stelle. Ja. Die Wumme ist größer als Skeletor, deswegen machen wir das mal wieder hier dran. Und mehr möchte ich auch gar nicht hier bemängeln, denn in Summe sieht der Landshark für das, was er sein soll, einfach nur genial aus. Ihr seht ja auch hier diese kleinen Laserkanonen hier. Auch das sollen Haiköpfe darstellen oder sein, das kann man gut erkennen. Finde ich halt richtig gut. Und die Aufkleber, muss man fairerweise sagen, sind alle akkurat angebracht. Ja? Und ich hasse Stickerbögen. Und hier sehen sie einfach gut aus und stellen eine echte Bereicherung dar. Tolles Gerät. Auch hier die ganzen Nieten kann man sehr gut erkennen. Ja. Dass es ein Metallviech ist. Hier die Augen sehen schön aus. Ich hoffe, die lösen sich nicht nach einiger Zeit. Das wäre fatal. Und ansonsten, von unten nochmal betrachtet, hier das Rad oder die Räder. Hier natürlich mit Gummi, um dann entsprechend eine Traktion zu erzielen. Und dann beißt er sich so den Weg durch Eternia. Also super Gerät, ich glaube zum Spielen, die Kinder werden ihren Spaß haben und auch in der Vitrine wird sich der Landshark gut machen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere bei dem Preispunkt sich sogar vielleicht eine kleine Armee von Landsharks gönnen wird. Und das sieht dann bestimmt in Summe auch ziemlich cool aus, wenn man da so, was weiß ich, ein halbes Dutzend oder sogar ein Dutzend Landsharks hat in der Vitrine. Könnte ich mir ziemlich geil vorstellen. Das soll es schon für heute gewesen sein. Ich danke euch wie immer und schaltet bald wieder ein. Ich würde mich freuen. In diesem Sinne, macht's gut und eine schöne Woche noch. Haut rein. Ciao.